Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dark Souls. Ja, wir haben einstimmig beschlossen. Wir bauen hier ab. Das ist mal zu blöd, ey. Und wir wollen ja trotz allem noch ein bisschen Spaß hier haben, oder? Kommt ihr oder kommt ihr nicht? Kann ich hier jetzt gehen oder fallt ihr mir dann in den Rücken? Man weiß es nicht. Okay, das sind viele. Das sind ziemlich viele. Ihr seid ganz schön viele, aber ihr guckt in die falsche Richtung, Jungs. Wohin wollte ich da ran? Das war gut. Die anderen haben es allerdings sofort gemerkt. Nein, ich bin so doof, ja. Au. So, das war der Plan. Ja, ihr merkt, ich habe wieder zwischendurch was anderes gespielt. Deswegen habe ich, als ich blocken wollte, erstmal ein Estus-Flakon genommen. Das kommt in den besten Familien vor und mein Mauszeiger ist wieder im Bild. Ich höre noch Schritte. Haben die drin das doch gemerkt jetzt? Oder wie oder was? Ja, ist mir egal. Verfault. Sterben sollt da. Weg. Bloß weg hier. Schon ein bisschen geil. Schon ein bisschen schick. Ich weiß nicht, ob ich es erzählt habe. Bestimmt habe ich es erzählt. Ich benutze zur Prepared to Die Edition dabei. Benutze ich DS Fix. Wie sich das für jeden anständigen Menschen gehört, kommt man da auch hin? Da kommt man bestimmt auch hin, da drüben war. Auf den. Naja. Machen wir ein andermal. Jetzt will ich erstmal nur weg, tatsächlich. Und ein HD Texture Pack benutze ich auch, meine Lieben. Ich war tatsächlich überrascht, wie schick das aussieht. Ich kannte früher nur PlayStation 3 Footage und fand immer so ein bisschen oll, ein bisschen hässlich. Aber die Community hat sich Mühe gegeben und insgesamt ist das Spiel ganz gut gealtert. Und ja, wisst ihr, ich sage immer, ich erzähle immer, ich bin keine Grafikhure, aber ich glaube, ich bin doch ein bisschen eine Grafikhure. Da muss man auch mit sich selber ehrlich sein. Glaube, bisschen doch. So, hier müssen wir, die dürfen wir jetzt nicht runterfallen, weil sonst ist Schluss mit dem Scheißholz, Michel. Jetzt spawn ich wieder da drin, muss ich mich wieder mit den Jungs prügeln. Wieder aus Versehen Estus Flask nehmen, obwohl ich eigentlich nur blocken wollte. Und das ist alles unangenehm. Jetzt ist natürlich die Frage des Tages, meine Lieben, die ich mir noch nicht beantwortet habe. Die ich mich tatsächlich auch noch nicht gefragt habe, bis eben gerade. Wo wollen wir denn überhaupt jetzt lang? Hast du noch was zu deiner Verteidigung zu sagen, Herr Rabe? Irgendwer von euch sagt ja, ja, geh mal zurück. Der Rabe kennt den Weg, aber irgendwie, wir gehen nochmal hin zu Mr. Rabenmann. Wir wollen ja immer noch die Hauptquest. Habe ich im Questlog nachgelesen. Nee, wir gehen aber erstmal speichern. Nicht, dass ich das noch vergesse und dann kommen wir wirklich irgendwie da raus. Hätte ich keine Lust drauf. So, außerdem gibt es hier 10 Fläschchen. 10 Fläschchen fürs Findchen. Wir können ja mit Kollege Schnürschuh hier nochmal reden. Ne? Oh, have you seen that terribly morose lass? The Firekeeper. She's stuck keeping that bonfire lit. Sad, really. She's mute and bound to this forsaken place. They probably cut her tongue out back in her village, so that she'd never say any god's name in vain. How do these martyrs keep chugging along? I'd peter out in an instant. Ah, so ein jolly fella. What now? I'm not up for chatting. Leave me alone. Leave me alone! Ja, tatsächlich ist die Frage des Tages, wo geht es jetzt lang? Wir haben ja gelernt, dass hinten beim, Oh, wir können nochmal zu Havel gehen, jetzt wo ich ja hier Tricks beigebracht bekommen habe, tatsächlich. Achso. Da war er. Zu Havel gehen. Und gucken, ob wir den Tod kriegen mit den Tricks, die ich beigebracht bekommen habe. Oder ob wir dann nochmal später wiederkommen. Und ansonsten ging es ja hier nach New Londo. Und bei den Drachen ging es lang, wo ihr aber gesagt habt, da bin ich noch zu klein für. Und
durch die Katakomben. Da hinten ist ein Item. Weil die Hauptquest ist ja immer noch die zweite Glocke läuten in Blighttown. Und ich habe keinen blassen Schimmer, wo sich Blighttown befinden tut. Jetzt behaupte ich mal, so auf dem Plus. Behaupte ich jetzt einfach, kann durchaus sehr, sehr falsch sein, dass es nicht durch die Katakomben geht. Weil, wir haben ja gelernt, bei der Katakomben, beim ersten Skelett, die stehen wieder auf da drin. Also da fehlt uns anscheinend noch ein Trick. Ich kann auch nicht reden mit dem Raben. Ich habe keine Ahnung, was ich hier soll mit dem Raben. Muss ich hier? Kann ich von hier aus mit dem reden? Nein. Kleiner Rabe, sei nicht traurig. Kleiner Rabe, weine nicht. Ja, dann halt nicht. Kleiner Rabenmann. So, dann gehen wir einfach mal nach Neulondo. Ich meine, mehr als... Achso, nein, Quatsch. Ich wollte doch immer noch, haben wir doch gerade drüber gesprochen, Leute. Seid doch nicht so vergesslich. Wir wollen uns Havel nochmal angucken. Havel, Nagila, Havel. Außerdem ist ja jetzt ein bisschen Zeit vergangen. Wir haben ein bisschen gelevelt. Wir haben eine neue Waffe. Wir haben eine gelevelte Waffe. Können wir den Dämon da beim Schmied... Können wir mal gucken, ob wir den jetzt schaffen. Das sah ja seinerzeit schon gar nicht so verkehrt aus, behaupte ich. Und jetzt mit den ganzen Buffs. Easy peasy. Easy peasy sagt er es und wird gleich furchtbar aufs Brett bekommen. Weil er mit der Steuerung völlig verwurschtelt ist. So, worüber wollte ich noch reden? Hab ich vergessen. Ich vergaß. Oh Gott, im Himmel. Ja, ich, ja, Leute. Ich war da dabei, tut mir leid, da ein bisschen... Sackelgesicht. Da ein bisschen schlimme Wörter gefallen sind letztes Mal. Seid ihr ja sonst so nicht von mir gewöhnt, aber... Ich habe schon wieder den falschen Knopf gedrückt, ich Mongo. So. Oh, er wollte den Kick nicht haben. Dann muss ich ihn wohl leider töten. Na gut. Du auch noch? Hast du es jetzt gerafft oder nicht? Ich geh mal hier lang. Hast du doch Schiss, hast du? Na gut, dann sei es so. May it be. Mongo-Skelett. Ha! Ja, war ein bisschen unangemessen. Also, ja. Aber ja, doch irgendwie fand ich es doch auch angemessen, weil hat er verdient. Der Kackdämon. Aber ich bin froh, dass ihr dabei mir seid in der Entscheidung. Nicht weiter uns mit dem rumzuspasten, weil da kommen wir später nochmal hin. Ich hatte jetzt tatsächlich auch das Gefühl, irgendwie dieses hinter ihm bleiben hat ja zum Teil ziemlich gut funktioniert, aber da hätte ja 3 Stunden drauf googeln müssen und dann immer für einmal den Fehler sofort getotet. Fand ich jetzt ein bisschen unangenehm, ehrlich gesagt, weil muss doch noch irgendwo, hier sind doch immer den ganzen Tag Nachrichten. Hast du was Neues zu erzählen? You seem to be doing all right. Need anything forged? Need anything forged? Können auch noch mal gucken, was er so anbietet. Ich gucke immer nur kurz auf die Waffen und so. Kleine Scherbe. Artorias Wappen. Da müssen wir noch hin. Irgendwann. Aber 20.000 Seelen ist halt... ein bisschen Holz, ja? Langschwert, Breitschwert, Bastardschwert. Das reizt mich natürlich auch immer noch so ein bisschen, das Bastardschwert. Spaltaxt, was kann die denn eigentlich? C, Stärke, D, Geschick. Auch gar nicht so schlecht. Diese Hammer, aber Hammer, ne? Einfach eine tödliche Waffe vor so schweren Stoßschaden. Durchbricht auch die Metallrüstung mit Leichtigkeit, ja? Stachel. Ja gut, Agi, sehen wir mal von ab. Gewöhnlicher weit verbreiteter Schild, weniger Schaden, nicht so stabil, weit verbreiteter Schild. Okay, und Muni. Na gut, da wird nichts Besonderes bei sein bei der Muni, wa? Gut. Wo ich nochmal tatsächlich... Ja, danke schön, lieber Schmied, ich habe deinen Namen vergessen. Wo ich tatsächlich nochmal ein bisschen Hilfe brauche, das überfordert mich ein bisschen. Habe ich oben gespeichert, ja. Ist dieses ganze Waffenaufwertzeug. Weil ich habe irgendwie gesehen, es gibt halt plus Schlag mich tot, kann man machen. Oh, das war viel zu früh. Ja. Okay. Ich blocke das einfach mal. Ha! Oh.
Oh. Okay. Mach mal Dings, bitte. Mach mal kurz Dings. Minio. Mach doch mal kurz Dings. Genau, da habe ich drauf gewartet. Und dann kann ich mich kurz enttrinken. Hatte ich gehofft. Klappte. Es klappte. Oh. Au. Okay. Okay. Oh. Oh, das war gut. Das war prima tatsächlich hier. Aber das war nicht so prima. Kurz Ausdauerregen. Ist okay für dich, hoffe ich. So. Oh. Dichte dran ist nicht so dein Ding, kann es sein? Aua. Sagte es. Und fing sich eine. Okay. Respawnt er eigentlich? Au. Na, das war jetzt ärgerlich. Den Sprung habe ich nicht kommen sehen. Na toll. Klassisches Dark Souls, oder? Na komm, den letzten Hit machst du jetzt noch. Und er sprang und ich war tot. Na gut, aber dichte dran sein scheint hier der Trick zu sein. Ja, mit dem Aufwerten habe ich ja gelesen. Da gibt es irgendwie, also, ja, plus 10, plus 15. Und dann kann man aber auch, wenn die plus 5 sind, kann man aber auch Feuer oder Blitz oder göttlich, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja, ich war gerade im Gespräch, Mann. Aua. Trinke ich jetzt hier. Au. Okay, das war ein bisschen zu cocky. Da dachte ich, hat doch eben so gut geklappt eigentlich in dem Versuch mit Dichte dranbleiben, weil wir kaum Damage bekommen. Und jetzt habe ich es nicht geschafft zu trinken dabei. Schade bisschen. Uchigatana, Waffentyp Katana. Ja, meine Lieben. Da bräuchte ich tatsächlich mal Hilfe doch nochmal. Also, was ich jetzt... Ja, ich weiß, ihr seid mir immer noch... Seid immer noch ein bisschen beleidigt, weil ich gesagt habe, doch mir zu helfen, stellt mir den für dumm da. Nee, so war es aber gar nicht gemeint. Was ich so dachte, was vielleicht doch eine schöne Sache ist, wenn wir mir einfach in den Kommentaren helfen. Dann sieht das auch jeder. Dann weiß jeder, okay, hat schon einer geschrieben. Warte. Ich habe das mal geblockt kurz. Warte. So. Jetzt habe ich meine Seelen gesammelt. Hab. Eingerollt. Au. Okay, haben wir schön getauscht, ne? Oh, das war einer zu viel. Ja, ja. Ah, das war wesentlich einer zu viel. Da war ich wieder zu gierig. Da war ich wieder zu greedy, Leute. Aber den kriegen wir doch auf jeden Fall hin jetzt hier, den Knilchi. Also den möchte ich jetzt doch bitte töten. Aber ich muss mich tatsächlich erstmal wieder ein bisschen einspielen. Das Tempo ist so anders. Die Knöpfe sind ja auch ein bisschen anders. Und ja. Da werde ich jetzt ein paar Tode wahrscheinlich farmen. Aber hoffentlich nicht zu viele. So. Ja, mach mal. So. Nimmst du diesen Hit, mein Freund? Au, oh, jetzt habe ich wieder den falschen Knopf gedrückt. Warum habe ich jetzt zweimal gerollt? Verstehe ich nicht. So. Trinkung. Rollung. Eins und zwei. Muss reichen manchmal. Okay. Können wir nochmal einen machen? Okay, Jung. Ab! Da wollte ich rein und kassiere den. Aua, und den kassiere ich auch. Aus mir unerfindlichen Gründen tatsächlich. So, jetzt hätte ich natürlich schön zuschlagen können, wo ich doch so schön hinter ihm stand. Und stattdessen musste ich trinken. Oh, da habe ich Block gedrückt. Haha, gut, ne? Hep! Oh, da bin ich zu früh gerollt, glaube ich. Au. Vorsichtig sein. Mal trinken, mal vorsichtshalber. Au. Haha, Doppeltrinkung habe ich auch gelernt von euch. Seht ihr, ich habe viele Sachen von euch gelernt. Benutze die auch, aber halt nicht immer. Au. Okay. Gönn ich mir. Ah, gut. Okay, wenn du da vorne rum machst, kann ich hier kurz einen trinken. Ha! Ich mach mal nur zwei. Alles andere ist mir. Up, blocken. Wunderbar. Einen können wir. Und rollen. Jawohl. Nochmal. Oh, das war gut. Nein, das war nicht gut. Oh. Da geht er down. Jawohl.
2000 Seelen. Dämonen-Titanit. Oh, Baby. Oh, yeah. Dämonen-Titanit. Oh, es tut mir leid, ich habe gerade mega Bock. Ich mache das ja sonst nicht, aber ich muss mir meine Kerze anstecken hier gerade. Wo ist denn der Mond? Ach, hier war schon nicht drin. Funkeltitanit, sonst nicht verstärkbare Waffen. Verstärkt Waffen aus besonderen Seelen, plus 5. Was sind denn jetzt Waffen aus besonderen Seelen? Wartet mal kurz, Klippo. Vom Titanit-Dämon, einem gesichtslosen Steinmonster, gestohlenes Spezialtitanit. Was heißt gestohlen? I paid the iron price for it. Als der unbekannte Schmiedegott dahinschied, erwuchsen aus mehreren Schollen riesige Monster. Die Macht des Titanits wohnt nach wie vor in ihnen. Und sie streifen noch heute durch Lothran. Grauer Brocken. Kein Vorkommen außer Lothrans. Standardwaffen auf plus 14 und Kristallwaffen sowie Blitzwaffen auf plus 4. Seit diese Brocken in Lothran gefunden wurden, hat die Jagd auf die Schollen begonnen. Okay, die kennen wir ja, die Schollen. Und die schwarzen Ritter haben die auch gedroppt, ne? So, verstärkt Zauberwaffen auf plus 9 und verzauberte Waffen auf plus 4. Seht ihr, das meine ich. Ich habe keine Ahnung, ey. Und schon wieder Schollen. Also, es gibt Zauberwaffen, es gibt verzauberte Waffen, Blitzwaffen, Kristallwaffen. Man kann auch Standardwaffe machen. Feuerwaffe, Chaoswaffe. Waffen, die nicht verstärkt werden können. Weiß ich jetzt auch nicht, was das hilft. Da steht nicht bei, was man damit nochmal. Waffen aus besonderen Seelen plus 5. Aus besonderen Seelen. Ich habe ja gesagt, das wusste ich ja schon, dass man hier zum Beispiel die Boss-Seelen. Muss irgendwo eine sein. Ne, das sind Schlüssel. Hier wahrscheinlich die Boss-Seelen. Wir haben doch hier die Dingsseele. Vom Mondlichtschmetterling. Das ist wahrscheinlich für solche Waffen dann. Waffen aus besonderen Seelen. Klar, das macht Sinn. So, aber ich weiß jetzt nicht. Also ich werde jetzt in zwei Händen auch erstmal nicht weiter upgraden, tatsächlich. Ja, wenn der sowas droppt, dann wird er bestimmt. Wird er bestimmt nicht respawnen. Wir probieren es mal aus. Und wenn der sowas droppt und respawnt, kann man das ja super abfarmen. Aber ich glaube, für die besonderen Seelenwaffen muss man eh New Game Plus machen, ne? Und das habe ich eigentlich ehrlich gesagt nicht unbedingt vor. Ich möchte das jetzt hier einmal durchspielen. Für die Story, für die Atmosphäre, für alles. Und dann zum zweiten Teil und dann zum dritten Teil und dann Bloodborne. Wenn mich eins von den Spielen dann richtig ansext, dann können wir das ja vielleicht nochmal spielen. Aber in erster Linie möchte ich einfach die Erfahrung einmal haben. Da möchte ich nicht. Ich lese das auch mal im Reddit, wie Leute tausendmal durchspielen und 70.000 Milliarden Stunden PvP machen. PvP interessiert mich hier tatsächlich auch gar nicht. Also, ich würde gern von euch wissen, was schlau wäre für meine Waffen zu machen. Aber lasst dabei bitte PvP aus dem Spiel. Weil, habe ich keine Lust drauf, mache ich nicht. Wenn mich einer invaden sollte, ich hab's ja vielleicht gemerkt, dass ich verhältnismäßig, vielleicht gibt's hier eine Geheimtür. Da müssen wir nochmal durchgehen hier. Dass ich verhältnismäßig souverän Hülle bleibe. Aus dem einfachen Grunde, vielleicht da. Aus dem einfachen Grunde, dass ich nicht zwingend überfallen werden möchte. Und solange das keinen Nachteil hat. Also wenn ich bei irgendeinem Boss dann mir jemand beschwören möchte, dann habe ich halt ein bisschen Humanity of Tash. Wo ich mich mal menschlichisieren kann, aber solange ich das nicht muss, werde ich Hülle bleiben, weil auf PvP habe ich keine Lust hier. Und ja, ich möchte das hier für die Singleplayer-Erfahrung. Und ich weiß zum Beispiel auch, dass man für diese Skelette und die Untoten, die da immer wieder aufstehen, dass man da mit göttlichen Waffen das verhindern kann. Aber wir haben auch diese Schädel gefunden, da weiß ich jetzt nur noch nicht, wie wir die einsetzen. Also ob man die dann isst und dann für 5 Minuten den Buff hat, dass sie nicht wieder aufstehen. Ob man die irgendwo nachkaufen kann. Weiß ich alles nicht. Aber ja, ich habe halt keine Ahnung, was ist schlau, meine Waffe hinzuentwickeln. Will ich die auf normal plus 15, dass die schön viel Damage macht? Was ist hier mit der Kamera los? Oder will ich halt die plus 5 machen und dann Feuer machen und dann habe ich eine geile Feuerwaffe oder Blitz oder ich weiß es nicht. Ja, da würde ich mich über Tipps sehr freuen. Und wie gesagt, wenn wir uns alle schön hier auf YouTube mir die Tipps geben, dann sieht auch jeder, dass ich Tipps bekommen habe und dann kriege ich nicht 5-mal die Tipps. Das ist nämlich auch eine Sache, wovor ich wieder Angst habe jetzt.
Ich frage das. Also, was heißt Angst? Ist übertrieben. Aber ich frage das jetzt und dann schreibt mich einer auf Steam an und hält einen Monolog eine Stunde, warum ich auf Blitz gehen sollte. Der nächste schreibt mir dann über 3 Seiten, warum ich auf Feuer gehen sollte. Und der dritte schreibt mir über 3 Seiten, warum ich eine normale plus 15 machen sollte. Und ich stehe dann da und habe 3 Stunden gelesen für eine halbe Stunde Let's Play und habe keine Ahnung, was ich eigentlich machen soll. Weil ihr alle so überzeugend seid in euren Ansichten. Ja, und deswegen würde ich mal sagen, Kommentare sind eröffnet. Fight! Und wer am Ende noch steht, dessen Vorschlag nehme ich dann. Oder lohnt sich das halt vielleicht jetzt einfach zu sagen, okay, pass auf, wir machen hier eine göttliche Waffe für so Wiederaufstehskelette. Plus 5. Wir haben ja die Mats. Kann man mit den Seelen alles machen. Und wir machen eine normale Waffe plus 15. Oder was weiß ich. Also, ne, worauf ich hinaus will, ich habe keine Ahnung. Und bin da tatsächlich ein bisschen... Würde mich freuen, wenn ihr mir da Tipps geben würdet. So, ich möchte jetzt hier, nicht, dass ihr wieder sagt, ihr Film rennt lang. Ich möchte jetzt hier ans Feuer gehen, damit wir den Weg zu Ravel nicht so weit haben. Weil trotz meiner coolen Tipps, die ich bekommen habe, trotz der Mega-Techniken, mit denen ich jetzt habe, aus dem Leben knaddeln werde, fürchte ich, dass wir nochmal sterben vorher, bevor wir siegreich sind. So, für nicht eingeweihte Dark Souls, unprofessionelle... Achso, warte mal. Havel ist der Typ im Turm. Der dicke Mann. Warte mal. Was habe ich gesagt? Wir könnten durch Neulondo gehen und wir könnten durch die Katakomben gehen. Aber hier geht es auch noch runter. Habe ich jetzt gerade so gesehen. Oder war hier nur... Alles wieder lange her, ne? Ah ne, hier war nur so ein bisschen. Nur so ein bisschen. Richtig runter geht es hier nicht. Ja, es geht schon richtig runter. Aber das, der kurze Weg, den mögen wir nicht. ja, und ja, also wie gesagt, ich würde jetzt erstmal tatsächlich den Zweihänder so lassen, wie er ist. Mit plus 4 bin ich erstmal ganz fröhlich, glaube ich. Möchte ich vielleicht für Havel eine schnellere Waffe nehmen? Haben wir das Drachenschwert repariert? Das ist ja noch gut. Ist ja nur kacke, weil es mit nichts skaliert, wa? Wo bist du, Drachenschwert? Habe ich dich repariert? Schwarzritter Großschwert. Oh, Verzeihung. Also ich möchte die... Habe ich repariert. Dann zieh das doch mal an. Ich möchte die... Und für Havel ziehen wir vorsichtshalber tatsächlich aber auch einen dickeren Schild an. Da pfeife ich ein bisschen auf die Ausdauer jetzt. Was ist denn der beste, den wir haben? Ist, glaube ich, der 68er, ne? 69 wäre mir lieber. Ich lache mich tot. Was wollte ich sagen? Achso, ich möchte auf jeden Fall die schwarze Ritterwaffen ausprobieren. Wie die sich so spielen und ob die Spaß machen, ob die Damage machen, ob die geil sind. Und, ja, wenn wir die freigeschaltet haben, also erstmal kommt der... Das Schwert, was wir da gefunden haben, das müsste ganz gut gehen. Eigentlich würde ich die Hydra auch gerne töten, wenn ich ehrlich bin. Aber der hat mich beim letzten Mal so gestänkert. Wobei, jetzt haben wir natürlich ein bisschen gelevelt. Alles so, pipapo, und zerrotze. Aber wir können ja vielleicht erstmal die Glocke läuten. So. Ich habe ein bisschen Angst. Wo ist er denn? Olle Havel. Havel, Nagila Havel. Da ist er. Okay. In der Ecke gefällt mir natürlich nicht gut. So, jetzt machen wir mal so. Das ist natürlich mehr so mittel. Okay, ich mache mal die andere Richtung. Nee, interessiert ihn auch nicht so. Jetzt. Ha! Okay, das war gut. Oh. Ah, das war natürlich nicht so gut. Oh, ich habe ihn überlebt. Ich habe ihn überlebt. Warte, trinken. Oh, er kommt ja raus. Beim letzten Mal ist er doch nicht rausgekommen. Oh Mann. Da kam der raus, der freche Mann. Ich dachte, das wäre hier mal ein super Mogli-Trick. Rausgehen, heilen, weiter. Was ist das? Vegas, D. Also ich glaube tatsächlich, ich habe ja... Warte mal, welche Richtung ist jetzt richtig? Hoch ist richtig, ne? Das war sehr wenig Damage irgendwie von dem Schwert jetzt. Na egal. Aber er hat ja auch viel Rüstung. Ah, vielleicht hätten wir die Spitzhacke kaufen sollen. Durch die Rüstung, Durchdringung, Dings. Ja, aber Spitzhacke, Schmitzhacke. Zeig mal her. Zeig mal her.
Den Morgenstern. Der machte doch Blutung, genau. Hammer, Stoßschaden und Blutung. Ist natürlich sehr wenig Damage an der, wenn wir ihn aber zum Bluten bringen, ist natürlich nicht so schlecht, ne? Warte mal, physisch. Normalstoß, Schlag. Normal. Normalstoß. Normal. Vielleicht ist er gegen Stoßschaden, hat er größere Probleme? Fragezeichen. Ultra Großschwert. Bam. Schlag. Wir probieren mal ein paar Sachen aus jetzt, ey. Können wir uns doch erlauben, ja. So nur Havel. Havel Nagila. Jetzt ist mal gut. Was ich sagen wollte, ist, ich glaube tatsächlich, dass wir zu Dark Souls 2 auf ein Dexterity-Build gehen. Ich glaube, das finde ich interessanter von den Waffen her. Schon allein von der Speere her gesehen. Hat mich ja von Anfang an so ein bisschen. Und ich habe es jetzt auch in anderen Spielen gelernt, dass mir Speere sehr gut gefallen. Und kann ich mir gut vorstellen, tatsächlich. Havelkin, mein Mausekin. Das gefällt mir überhaupt nicht gut, was du für Tricks machst. Dein Arsch an der Wand. Das hat ja überhaupt nicht geklappt. Das gefällt mir gar nicht mit deinem Arsch an der Wand, Harvey. Aber immerhin habe ich meine Seelen zurückbekommen. Ach, wie der da steht an der Wand mit dem Arsch. Sausack. Und jetzt müssen wir wieder laufen. Toll. Wieder laufen. Naja, gut. Ja, also ich glaube, Dexterität ist tatsächlich eher mein Ding. Ich bin halt an dieses Spiel ran mit dem Grund, mit der Grundangst, die seit Jahren einem geschürt wird in Dark Souls, wo ich dachte, da kommt Stärkebild, schwere Rüstung, da kannst du mal einen Hit fressen. Und dicke, fette Schwerter, Äxte, keine Ahnung, das tut dann auch ordentlich weh, wenn du dich mal traust zuzuschlagen. Aber andererseits ist schneller natürlich auch manchmal besser, ne? Habe ich so gerade das Gefühl. So ein bisschen. Und da müssen wir halt mal gucken. Ich muss vor allem jetzt einmal gucken. Okay, der geht so und hat sogar... Warte mal. Ich muss kurz hier die Kombo üben einmal. Muss mir überhaupt erstmal angucken, was das Ding so macht. Einmal und zweimal. Aha. Das dauert ja schon sehr lange. Der hat gar keine Kombo. Der hat gar keine Kombo, der Morgenstern. Und wenn ich ihn zweihändig nehme... Hat auch keine Kombo. Das sieht noch eher komboig aus. Aber ich traue mich nicht, zwei nicht zu nehmen. Wobei, wenn ich vergesse, Block zu drücken, dann bringt mir mein toller Schild auch nichts. Ah, guck mal. Oh, Havelmaus. Hoppi! Ich wollte dich eigentlich anvisieren, Jung. So, jetzt. Au, warum hat der mich jetzt erwischt? Das finde ich unnett. Warte, Klippo. Wo ist denn hier die Tür? Ich finde die Tür nicht. Ich wollte doch kurz zur Türe raus und was trinken. So. Kann ich jetzt was trinken oder kommst du hinterher? Na also. Das war doch die Frage. Achso, da hätte ich gleich zweimal drücken können. Okay. Jetzt habe ich ihn aber immerhin schon mal anvisiert. Das ist doch schon mal gut. Ja. Das war nichts. So, Havelkin. Was machst du jetzt? Das kann ich ja so machen, oder? Oh. Okay. Oh, oh, das war übertrieben. Weg, 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 weg. Oh, ah, da hänge ich an der Treppe fest. Die hab ich nicht... Ah. Und die Blutung ist gar nicht losgegangen, ne? Er hätte doch eigentlich auch so einen Buff kriegen müssen. So wie ich immer kriege, wenn Blutung kommt. Und dann hätte das irgendwann vollgehen müssen. Oh, das war ja gar nicht. Das war jetzt überhaupt nicht. Kommt, ich habe mich jetzt zwar nicht getraut, weil ich dachte, das dauert ja ewig, aber... Na gut. Ich fühle mich zu schwer. Dass man das Tier mal nicht sieht. Da, ich bin zu schwer. Warte mal, wenn ich den hier nehme, das ging, ne? Status 29,6. Ja, genau, okay. Das ist die falsche Richtung, Herr Finn. Passt überhaupt nicht auf? Mann, Mann, Mann. Ja, meine Lieben, da kann ich euch jetzt aber einmal... ob wir Havel noch schaffen oder ob wir dann doch erstmal nochmal woanders hingehen.
Das erfahren wir leider erst beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Dark Souls. Ich bedanke mich ganz recht herzlich bei euch fürs Zuschauen. Hoffe, ihr verzeiht mir, dass jetzt einmal gar nichts kam und dass ich so ausgerastet bin vorgestern. Und naja. Jetzt sind wir aber wieder ein bisschen besser gelaunt, machen ja alles ein bisschen entspannter. Dann sterben wir halt. Ich fand ihn halt so unfair, den Sack. Fand es gemein. Fand ich einfach nicht schön. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Und tschüssli Müsli.